In China besteht die Möglichkeit, die Todesstrafe zu erhalten, wenn man den Fehler begeht, einen Panda zu töten. Vielleicht etwas unverhältnismäßig, wenn man bedenkt, dass Schweine, Rinder und andere Tiere millionenfach zum Verzehr geschlachtet werden. Doch wieso diese Doppelmoral? Schließlich ist der große Panda laut der aktuellen roten Liste nicht mehr vom Aussterben bedroht. Wie so oft geht es auch hier um sehr viel Geld. Ein Panda-Weibchen steht in einer düsteren Zelle hinter dem Gitter und trauert ihrem Jungen hinterher, das die Betreuer ihr gerade weggenommen haben. Die Chinesen nehmen die jungen Panda der Mutter extrem früh weg, damit sie rasch wieder empfängnisbereit wird, um ein neues Baby zu kriegen. In freier Wildbahn bringt ein Panda-Weibchen alle 3 oder 4 Jahre 1 bis 2 Junge zur Welt und erzieht sie sogar. In Chengdu allerdings wird ein Weibchen jedes Jahr schwanger. Das ist zwar unnatürlich, aber so funktioniert das Geschäftsmodell. Je mehr Panda geboren werden, desto mehr Geld kann man mit ihnen verdienen. Die sogenannte Panda-Diplomatie, darunter versteht man den Annäherungsversuch der Volksrepublik China an den Westen mit Hilfe von symbolischen Gesten und Geschenken. Dabei leitet sich der Name aus der Praxis ab, Panda-Bären zu verschenken, die ausschließlich in China vorkommen. So ergibt es sich auch, dass China fast jeder Panda auf der Welt gehört, selbst die, die im Ausland geboren worden sind. Das erste verschenkte Panda-Paar ging damals im Jahr 1972 an den US-Präsidenten Richard Nixon. Seitdem hat China 23 weitere Male Pandas verschenkt. Diese verschenkten Pandas sind die einzigen, die nicht mehr dem Eigentum von China unterliegen, da sie verschenkt worden sind. Doch 1997 fiel den chinesischen Staatsoberhäuptern auf, dass es viel sinniger wäre, die Pandas nicht aus dem Eigentum von China zu entlassen oder kostenlos an Zoos in aller Welt zu verleihen, sondern sie nur gegen eine Leihgebühr aus dem Land zu geben. Seit 2007 wurde kein Panda mehr verschenkt. Seither verlangt China eine Leihgebühr, die bei rund 1 Million Euro pro Jahr liegt. Im Juni 2017 zum Beispiel hat der Berliner Zoo für 900.000 Euro Leihgebühr pro Jahr ein Pärchen erhalten. Gerade weil die Leihgebühren so hoch sind, will China natürlich so schnell wie möglich so viele Pandas verleihen, wie es nur geht. Denn die Nachfrage ist extrem hoch, trotz der horrenden Preise. Also gibt es Aufzuchtstationen, wo Pandamüttern ihre Kleinen viel zu früh entrissen werden, um ein neues auf die Welt zu bringen. Ein extrem ungesunder Teufelskreis. Die Pandas, die aus den chinesischen Aufzuchtstationen kommen, sind verhaltensgestörte Tiere. Sie sind nur noch ein Schatten ihrer stolzen wilden Artgenossen. Riesenpandas sind in freier Wildbahn Einzelgänger. Diese Kindergruppen für die jungen Bären sind nicht artgerecht, aber China lässt sich einfach nicht von dem Gedanken abbringen, Pandas wie am Fließband zu produzieren. Sie wechseln die Bären wie Elektronikartikel. So versuchen sie, möglichst viele Pandas in kürzester Zeit zu produzieren. Der Preis sind kranke, verhaltensgestörte Tiere. Im Dezember 2014 hatten 2 Brüder ein Panda-Weibchen in freier Wildbahn getötet und ihr Fleisch für umgerechnet etwa 850 Euro verkauft. Ein Gericht in Yunnan im Südwesten Chinas hat anschließend angedroht, dass die beiden Verantwortlichen sowie der Käufer strafrechtlich verfolgt werden. Nach chinesischem Recht kann das Töten von Pandabären zu einer Gefängnisstrafe führen von bis zu 10 Jahren. Im schlimmsten Fall droht ihnen sogar die Todesstrafe. Die Täter, die das Tier in einem Wald nahe Cao Tong in der Provinz Yunnan erschossen hatten, gestanden ihre Tat selbst der Polizei. Sie hätten das erwachsene Panda-Weibchen mit einer anderen Bärenart verwechselt. Die Brüder aßen schließlich etwas Fleisch des Tieres und verkauften den Rest einschließlich seiner Pfoten an einen dritten Mann namens Li Kewang. Ob die Brüder den Bären tatsächlich verwechselt hatten, ist fraglich, denn Panda-Bären haben bekannterweise eine einzigartige Fellmusterung.